Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Inside Wall Street aus dem Studio der New York Stock Exchange. Ich bin Manuel Koch und bei mir ist heute Troy Pugmire. Er ist der Chef von Gramercy Global Media. Vielen Dank, dass Sie heute da sind. Herzlichen Dank. Wir sprechen über die Internetpräsentation von großen Firmen heute im Internet. Social Media immer wichtiger. Wir sehen große Firmen wie zum Beispiel Red Bull, die stecken ein Drittel ihrer Umsätze in die Werbung, in das Branding, in die Social Media Arbeit. Also wir sehen daran, wie wichtig das ist. Kann man dann auch, wenn man so viel investiert, am Ende den Umsatz wirklich auch deutlich steigern? Ja, also wir können das durchaus machen mit unseren Anzeigen auf Google, auf Bing, auf Facebook, auf YouTube etc. Können wir auch nachweislich dann Umsätze erzielen, die durch Klicks auf diesen Anzeigen entstanden sind. Wir arbeiten viel im Sportbereich zusammen mit Sportorganisationen und Vereinen. Und dort bewerben wir den Merchandise-Bereich, das Ticketing, Mitgliedschaften etc. und können dort schon im Jahr auch Millionen Umsätze bewegen, die direkt auf diese Anzeigen zurückzuführen sind. Muss man denn wie Red Bull ein Drittel wirklich des Umsatzes investieren oder geht es auch eine Nummer kleiner? Ja, sicherlich hat Red Bull, liegt ihm wahrscheinlich viel am Branding und das muss man nicht unbedingt machen. Man kann oftmals mit recht überschaubarem Budget schon sehr gute Umsätze erzielen. Also das ist, glaube ich, oft überraschend, wie wenig man da investieren muss. Wenn ich ein Unternehmen suche, dann google ich das Unternehmen, dann gehe ich auf die Webseite und dann ist mir auch das Erscheinungsbild wichtig. Manchmal hat das vielleicht auch keine Auswirkung auf die Qualität der Arbeit, die man eigentlich bekäme, aber wenn man eine veraltete Webseite sieht, dann ist man irgendwie schon mal gleich abgehalten, vielleicht auch mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten. Ja, also heutzutage ist natürlich die Webseite für viele Menschen der erste Kontakt mit der Firma, praktisch der Point of Entry, wie vielleicht früher die Häuserfassade, die heruntergekommen war, vielleicht nicht so vertrauenserweckend ist. Genauso ist es heutzutage mit der Webseite. Wenn die Funktionalität nicht gut ist, wenn die Informationen nicht stimmen, wenn sie veraltet ist oder auch einfach nicht sonderlich schön aussieht, kann natürlich schon dazu führen, dass jemand denkt, na, hier wird vielleicht nicht so gewirtschaftet, wie ich es gerne haben würde. Vielleicht suche ich mir doch noch einen Konkurrenten dann aus. Was ist denn wichtig für ein Unternehmen heute? Also man muss bei Facebook sein, man muss bei Twitter aktiv sein, man muss eine Webseite haben. Sind das so die wichtigen Bausteine? Ja, also heutzutage ist natürlich schon eine eigene Webseite ein Muss, die auch gut geführt wird, die auch aktualisiert wird. Das machen viele Betriebe, glaube ich, nicht immer. Facebook wahrscheinlich auch ein wichtiges Medium, Twitter und andere Bereiche. Da muss man sehen, ob es Sinn macht. Nicht jeder hat Videos zum Beispiel, um sie auf YouTube zu stellen. Aber ich denke mal, dass diese beiden schon heutzutage wichtig sind, vor allen Dingen für die jüngeren Generationen, die natürlich sehr damit involviert sind. Wie viel, sage ich mal, für ein mittelständisches Unternehmen muss ich investieren? Sind das Zehntausende Euro im Jahr, Hunderttausende? Wie sind da die Beträge? Naja, Facebook ist natürlich umsonst, also da braucht man einfach jemanden, der sich darum kümmert. Man kann auch schon recht kostengünstig eine Webseite für 10.000 Euro oder so herstellen lassen. Was die Werbung auf Google und so weiter angeht und vor allen Dingen auch was das Suchmaschinenoptimieren angeht, lässt sich auch oft in sehr überschaubarem Bereich mit einigen 1.000 oder 5.000, 10.000 Euro je nach Betrieb und nach der Größe der Kampagne etwas machen. Sie sprechen gerade an, Suchmaschinenoptimierung ist natürlich ein gern genutzter Trick von vielen, dass man wirklich seine Firma oder bestimmte Begriffe ein wenig nach oben bekommt. Wird das viel nachgefragt von Kunden? Ja, definitiv. Und es gibt zum Thema SEO auch sehr viele Vorstellungen, die nicht unbedingt korrekt und zutreffend sind. Und es gibt auch viele schwarze Schafe in der Industrie, die da den Firmen nicht unbedingt weiterhelfen. Wir sehen aber immer wieder große Firmen, die einfach das Einmaleins, also die kleinen Dinge, die gemacht werden können, um beim SEO, also letztendlich auf der linken Seite bei Google gut und hoch dargestellt zu werden, nicht machen. Und das ist schon überraschend. Viele Leute kriegen eine neue Webseite geliefert, sie sieht schön aus, aber sie ist halt hinter den Kulissen nicht optimiert und das kann schon dazu führen, dass man dann mal als Marktführer auch einfach auf der zweiten Seite gelistet wird, weil die Webseite nicht optimiert worden ist. Das ist natürlich nicht positiv. Was ist der Trick? Was muss man unbedingt machen? Ach, das ist ein sehr großer Katalog. Eigentlich gibt es nicht so die eine Sache, die gemacht werden muss, sondern es gibt eine Reihe von Dingen, die man implementieren muss. Aber wie gesagt, vieles einfach im Code der Webseite. Da braucht man schon Experten dafür, aber das ist oftmals nicht so kompliziert, wie man denkt. Wir haben oft auch das Wort Shitstorm, vor allen Dingen in den letzten Wochen, Monaten ist das immer mehr aufgekommen. Also Negativmeldungen lösen dann ein großes Feedback aus in der Internetwelt und Firmen sehen sich dann konfrontiert mit wahnsinnig vielen Meldungen auf Facebook ganz oft. Ist das dann eher, sagen wir mal, da auch schlechte PR, gute PR in diesem Moment?
Kann es natürlich durchaus sein. Also in den USA sagt man immer, there's no such thing as bad PR. Ich denke, viele Firmen haben vielleicht auch zu viel Angst vor negativer PR. Und gerade im Social-Media-Bereich gibt es viele Firmen, die sagen, na, wir machen kein Facebook, weil da haben wir Angst, dass Dinge berichtet werden, die wir nicht mögen. Immer mehr Betriebe sehen dann doch, dass es mehr Sinn macht, die Vorteile der Social-Media auszunutzen. Eine interessante Statistik ist zum Beispiel, dass sich ein Produkt in E-Commerce, wie zum Beispiel Amazon, besser verkauft, wenn es 8 gute und 2 schlechte Bewertungen hat als 10 gute. Weil das dann neutraler aussieht, dass das wirklich eine echte Bewertung letztendlich ist. Die Kunden wissen natürlich auch, wo der Wind bläst. Ne? Troy Pugmire, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren. Und Ihnen, liebe Zuschauer, auch vielen Dank. Vielleicht finden Sie ja ein paar Stellschrauben auf Ihrer Webseite oder auf Ihren Social-Media-Seiten. Ich hoffe, wir haben Ihnen ein bisschen da weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal. Sie können weitere Informationen noch finden auf der Webseite von uns, www.daf.fm.